Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 21.02.2023. Und außer dem Ticken von der Uhr hat man am Montag so gefühlt gar nichts wahrgenommen. Da half auch der Blick alle 2 Stunden mal drauf zu gucken. Nicht wirklich viel, stand immer wieder auf der gleichen Stelle. US-Feiertag hat hier jetzt für geringe Volatilität gesorgt. Das ist auch, muss man sagen, schon sehr üblich. Das sieht man häufig, aber es gibt eben auch US-Feiertage, die dann doch immer mal Überraschungspotenzial freisetzen oder zumindest Bewegung freisetzen, wo man glaubt, na Mensch, das hätte ich ja gar nicht gedacht an so einem Tag. Von daher müssen wir festhalten, wir sind erstmal runtergelaufen. Wir sind auch unter 94 gegangen und wir haben gesagt, unter 94 hätte der DAX tendenziell eher wieder die Möglichkeit, wieder zurückzurudern. Ich weiß gar nicht, ob wir 465 mit erwähnt haben. Aber auf jeden Fall haben wir gesagt, dass dann auch Bereiche 365 bis auch hier unten wieder 372 möglich sind, solange er unter 94 arbeitet. Das hat er getan, ist auch drunter geblieben, ist nicht wieder hochgegangen, hat keine neuen Tageshochs nachgelegt und deswegen läge es nahe, wenn er am Dienstag auch wieder runterklackert. Und so haben wir es gestern auch etwa gesagt, dass er, wenn er am Montag fällt, noch nicht unten rauskommen wird, sondern sich eher unten erstmal vorlegt, vielleicht sogar in dem Bereich um 365. Sind jetzt knapp 100 Punkte, die er höher liegt. Also er hat nur die halbe Spanne geschafft von dem, was ich ihm eigentlich auferlegt hätte für ein schwaches Szenario. Wäre aber trotzdem denkbar, dass er das zum Vormittag dann nachholt. Ja, also wenn er gut reinkommt, kann er durchaus zum Vormittag hier bis 3,65 schon mal runter und auch sogar schon einen Tacken mehr dann in eine klassische Mittagserholung rein und neue Tagestiefs zum Nachmittag nachliegen. Würde dann durchaus den Klacker reinbringen bis 2,70 und gegebenenfalls auch tiefer. Muss so aber auch kommen. Das, was ich jetzt erzählt habe, ist jetzt keine Prognose. Das ist keine, so wird es kommen, sondern das ist ein typisches Bild, was man im DAX in einer solchen Situation recht häufig sieht. Heißt, jetzt zu sagen, ich gehe jetzt short, weil der Martin gesagt hat, der macht da jetzt nochmal ein Tief runter, ist nicht ganz richtig verstanden, ne? Sondern wir erzählen immer verschiedene Szenarien, die einsetzen können. Und wichtig ist dann einfach zu gucken, okay, läuft der Markt in dem Szenario? Wenn ja, dann handle ich da eben mit. Und dafür muss der DAX eben auch wirklich Schwäche zeigen. Er muss rote Kerzen, er muss eigentlich so ein bisschen wie am Montag laufen, bloß mit ein bisschen mehr Schmack drauf, ne? Also ein bisschen mehr Bewegungsspielraum. Und wenn man das sieht, okay, da kommt nichts nach oben, der stößt sich nicht nach oben, der kontert auch nichts aus, kann man in kleinen, flachen Rückläufen immer mal wieder Short auch probieren. Mittagserholung ein bisschen aufpassen dann, aber über den Nachmittag dann eben auch nochmal probieren. Weil das wäre ein typisches Szenario. Sollte der aber einfach nach oben durchstarten, jetzt am Dienstag, relativ kompromisslos, einfach ran an die 5,30, 5,40, ersten 2 Handelsstunden da hochziehen und da oben stehen bleiben, gehe ich davon aus, dass er uns drüber läuft. Ja, dass er 6,30, 6,50 anläuft und gegebenenfalls dann zum Nachmittagabend sogar 7,50 schon erreichen kann. Ja, und so würde ich für den Dienstag einfach rangehen, würde gucken, okay, bewegen wir uns tendenziell denn eher unter 94 abwärts gerichtet, ja, oder liegt da drüber? Alles, was drüber ist, ist in meinen Augen eher long orientiert. Da ja, würde ich auch eher long Positionen suchen, Shorts zurückbauen, zurückstellen, bis wieder klar Short-Signale und ein Go kommt. Und wenn er aber unten drunter liegt und auch unter 94 und auch unter den Tiefs hier, dann lass man ruhig runter. Lass man erstmal die 3,65, gucken uns dort an, wie wir zurückkommen. Dann gucken wir uns 300, 270 hier genauer an. Und ja, dann eben weiter. Wichtig ist, aus übergeordneter Betrachtung, SKS haben wir hier besprochen, wird jetzt immer mal wieder gefragt. Mensch, Martin, ist denn die SKS denn tatsächlich jetzt schon eine SKS? Muss man dafür, ja, der muss erst die Nackenlinie kaputt schlagen. Haben wir eigentlich jeden Tag bisher immer wieder gesagt, die SKS hier, da ist der Trigger. Trigger bedeutet, Markt muss auch erst diesen querliegenden Pfeil durchschlagen, um das Bewegungspotenzial auf der anderen Seite loszulassen. Ist unverändert, auch aus Tagessicht bleibt das weiter bestehen. Die SKS ist noch legitim, haben wir auch bisher jeden Tag gesagt, weil hier kein höheres Hoch über den Kopf drüber gekommen ist. Er muss halt einfach nur die Nackenlinie durchschlagen nach unten, um die SKS zu aktivieren und erst dann wird das Ziel freigesetzt. Ja, gab auch immer mal wieder Fragen, ja, warum
denn da unten warten, bis er da unten ist. Man verpasst auch die ganzen Punkte. Es ist aber einfach so, dass es sich in der Regel leichter traden lässt, wenn man ein Signal mit sich hat. Geht man jetzt hier short, sitzt man die ganze Zeit in einer Position, die einem nicht so richtig anläuft, aber auch nicht so richtig ausstoppt, ne, die einfach nur zur Seite läuft, weil sie signallos platziert wurde. Ne? Es gibt noch kein Signal, es gibt noch keine anderen Marktteilnehmer, die eben auf diese Situation mit antraden. Und deswegen geht das dann einfach schlecht von der Hand. Und aus diesem Grund ist es immer empfehlenswert, sowohl auf der Oberseite für Long als auch auf der Unterseite immer mit Signalen zu traden und nicht einfach nach Gefühl oder Ungeduld, ne, wenn man irgendwo ungeduldig wird oder der Meinung ist, man verpasst irgendwelche Punkte. Das ist auch ein ganz, ganz, ganz schlechtes Einstellungs- oder Einstiegskriterium, wenn man eigentlich einen Trade nur eröffnet, weil man glaubt, man verpasst irgendwo Strecke. In der Regel geht das immer schief. Ja, und deswegen. Hier einfach nochmal auch der Hinweis, die SKS ist noch nicht aktiv. Es ist ein, das Muster steht bisher drin, aber sie ist noch nicht aktiv. Sie hat ihr Ziel noch nicht aktiviert und kann deswegen auch einfach noch oben rausgelöst werden. Die kann sogar nach Aktivierung oben rausgetragen werden, aber rein von Definition des Musters löst sie erst mit Bruch der Nackenlinie nach unten auf und den haben wir noch nicht. Ja. Sollte aber dann, das haben wir auch gestern gesagt, sollte aber auch Montag, Dienstag jetzt langsam in die Auflösung gehen. Also wenn die jetzt noch bis Freitag hier zur Seite schiebt, bin ich mir nicht sicher, ob wir dann überhaupt noch eine SKS traden sollten, vom Kursziel her. Ne? Oder ob es dann nicht vielleicht Sinn macht, ein Dreieck zu ziehen und das Dreieck zu traden. Das gucken wir uns aber dann an. Wir gucken jetzt erstmal, wie er zum Dienstag sich bewegt. Potenzial ist hoch. Auch, war gestern auch schon, also für den Montag auch schon hoch, dass er in die Auflösung geht, einfach von der Zeitspanne her, die die SKS drinne hat, muss aber auch kommen halt, ne? Also, der muss das Go liefern, da muss wirklich ein Knall kommen, dass man erkennt, okay, das Ding will unten raus, der will jetzt los, sonst braucht man sich da noch nicht verkämpfen. Das ist schade um die Zeit und vielleicht auch das Geld dann, wo man jetzt davor sitzt und guckt, in einem Trade zuguckt, der nichts wird. Und im Zweifel bricht man ihn dann ab, wenn der Markt dann gerade mal hier unten ist, dann nimmt man 200 Punkte mit und lässt die anderen 800 liegen. Und das, da soll es ja nicht hin. Ja, und deswegen, Signale abwarten, sind gerade keine da. Ich mache deswegen jetzt hier zu, wünsche euch viel Erfolg zum Dienstag, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.